Viel Glück. Und ja, man kann beim GeoAT auch extrem fällen und als Abfallarbeiter oder sowas rauskommen. Guten Morgen. Hey, 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 Kumpel. Ist schon ein Weilchen her, seit du bei uns warst. Heute ist der große GeoAT-Tag, stimmt's? Ja, tschüss. Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. What the? Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Blöde Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Es ist doch nicht meine Schuld, dass mein Vater Aufseher ist. Mir ist ihre blöde Gang völlig wurscht. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht hört Butch auf dich. Bitte. Belästigen dich Butch und seine Freunde mal wieder? Ein Haufen Idioten, wenn du mich fragst. Sie denken, sie sind echt mega hart mit ihrer bescheuerten Gang. Sie hängen nur rum und machen Schwierigkeiten. Sie haben es auf mich abgesehen, weil mein Vater der Aufseher ist. Als ob das meine Schuld wäre. Mal sehen, ob ich ihnen Vernunft beibringen kann. Danke. Du warst schon immer ein guter Kumpel. Versuch doch mal mit Butch zu sprechen. Sie werden alle tun, was er sagt. Lass uns in den Lagerraum gehen, Amata. Ja? Was ist? Was geht hier vor? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Oh. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Lass sie in Ruhe, sonst bekommst du es mit mir zu tun. Und wer bist du? Ihr Freund? Ha! Wenn du so weiterredest, Junge, schicken wir dich mit ein paar Knochenbrüchen zurück zu deinem Papa, damit er dich wieder zusammenflicken kann. Oh. So, Butch. Nur wir beide. Hier und jetzt. Das soll wohl ein Witz sein. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese Knalltüte braucht noch eine Lektion. Ich zeig dir was. Butch, hey, helfen Sie mir! Lass ihn in Ruhe. Ich sorge für Deckung. Ein harter Bursche, was? Ich denk wohl, ihr seid super toll. Er braucht noch einen. Blocken. Bam, 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 bam. Bam. Wir haben zu viel HP, das können wir gar nicht verlieren. Die Tunnelschlangen sind die Großen. Ja, ihr denkt wohl, ihr seid die Besten, ne? Man sich besser nicht an. Er braucht noch einen. Tut mir leid, dass Sie warten müssen. Was kann ich heute für Sie? Ich wurde getroffen. Keine Lösung. Ja, nix, keine Lösung. Das ist wohl eine Lösung, siehst du doch. Keine Lösung. Ja, doch eine Lösung. Komm schon, Tunnelschlangen. Seien Sie damit vorsichtig. Kamera dazu gewonnen. Was immer du sagst, Butch. Du bist der Boss. Es leben die Tunnelschlangen. Na gut, gehen wir. Haben die davon. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Ja, das hätte man auch ohne Kampf schaffen können, aber ich finde Kämpfe einfach toll. Außerdem wollte ich mal testen, wie viel TP man hier hat. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GeoAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. So schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Oh, ich fühle mich krank, Mr. B. Ich schätze, ich muss den Termin verschieben. Hat auch bei deinem Papa nichts gebracht. Stimmt's? Nun, es sei denn, Sie haben noch etwas anderes zu besprechen. Setzen Sie sich bitte und bereiten Sie sich auf die 2274. Ausgabe des GOAT vor. Was? Die wievielte? Heilige! Das heißt, mit anderen Worten, die sind schon über 2247 Jahre in der Vault. Das ist hart. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaue ich mit links. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Ja, so gesagt. Alles klar, mach ich mal speichern. So, wir können uns jetzt hinsetzen, wo wir wollen. Hau ab! Wenn wir früher gewesen wären. Wir sind nicht früher gewesen, also gibt es nur einen Platz. Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Die ist unglaublich. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit: Ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken.
Wie lautet Ihre Antwort? Das hört sich ein wenig pervers an. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Rohr und schlagen den Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte er die Walt in die Luft jagen. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Ja. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dann beim Aufseher. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Ich hasse Baseball. Keine. Ihnen wäre... Nein. Fußball hasse ich genauso. Fußball hasse ich sogar noch mehr. Ja, dann halt Pitcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Crazy. Was tun Sie? Sie fragen Oma lieber nach einer Minigun, schließlich müssen Sie nicht vorbeischießen. Sie schütten Ihrer Großmutter den Tee ins Gesicht. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Ja. Vault Corner für eine Cherrybomb. Sie verwenden eine Haarklammer, um das Türschloss zu knacken. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Meiner Meinung nach, eignet sich hier die Kugel in den Kopf. Nein. Mit großen Dosen des Antimutagen-Wirkstoffs. Wird schon klappen. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Das ist sehr ironisch, da man ja hier als Spieler offensichtlich ein Grognak der Barbar-Fan ist. Sie tauschen den Comic-Band gegen eines Ihrer eigenen wertvollen Besitztümer. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Ja. Legen einen Knallfrosch in die Toilette. Das wird schon für Chaos sorgen. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Da brauche ich eine Nachdenkzeit. Kurzer Cut. Okay, also ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, aber ich nehme der Aufseher. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Ja. Keine Ahnung, warum er jetzt nochmal nach da geht und um dann wieder zum Schreibtisch zu gehen. Er hätte auch einfach hier lang gehen Alles können, aber fertig? Okay. Ja. Sieht aus, als ob der Imbiss einen neuen Frittierkoch bekommt. Ich sag nur eins,
sachte mit dem Senf und extra Gewürzgurken. Ja, das habe ich übrigens noch nie bekommen. Frag mich übrigens nicht, wieso ein Moraltest entscheiden kann, was für einen Job man bekommt. Das ergibt keinen Sinn. Wow, das wollte ich schon immer sein. Meine Träume sind endlich wahr geworden. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Ich nicht. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist. Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden Ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden. Ja. Hätten wir was anderes gewählt, hätte er uns jetzt noch gesagt, er kann den GOAT ein wenig modifizieren. Aber wir können hier drei Fähigkeiten jetzt wählen. Das sind dann unsere Hauptfähigkeiten. Da bekommen wir direkt einen Bonus drauf von 15. Manche Fähigkeiten haben hier auch schon 17 zum Start, weil das hängt halt damit zusammen, was für Specials wir genommen haben. Ich nehme Energiewaffen. Ja, nehme ich dann Wissenschaft. Ja, kleine Waffen. Obwohl ich dann eher Sprache nehmen würde. Ja, passt so. Fertigkeit. Fertigkeit. Hallo. So verwirrend. Ja, die bleiben natürlich Hallo. Alle sitzen. Ja, Stifte niederlegen und so, ne? Freddy, es sind Sie unterrichten. Ich bin fertig. Sie können nicht. Ah, Butch. Da. Na gut. Sogar ein Haar von Mama Mister setzt hier um dich zu retten. Also was machst du jetzt? Wo ist die schon aufgeblüht? Sieh mal genau wieder. Aufwachen! Du solltest los, diese aufwachen! What the fuck? Ich werde nicht ewig da sein, um deine Hand zu... Gehen wir spazieren? Na los, du musst endlich aufwachen. Was hab ich Termin verpasst? Fahren wir jetzt zum Schwimmbad? Was ist los, Amata? Du musst weg von hier! Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Was? Was heißt hier, mein Papa ist weg? Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater, er ist ziemlich ausgerastet. What? Ich habe dich noch nie so erschrocken gesehen, Amata. Was ist passiert? Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. What? Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. Oh mein Gott, alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Geht. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Du bist die Tochter des Aussehers. Kannst du das nicht regeln? Diesmal nicht. Mein Vater hört auf niemanden mehr. Wenn er rauskriegt, dass ich dir geholfen habe... Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich werde auf mich aufpassen. Du bist es, den sie suchen. Und ich habe einen Plan. Ich weiß, wie du aus der Vault kommst. Jedenfalls glaube ich, dass es funktionieren wird. Aus der Vault ausbrechen? Wie? Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Hört sich nach einem guten Plan an. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke, Amata. Ich werde es nur im Notfall benutzen. Versprochen. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Acht wurde eigentlich groß geschrieben, aber egal. So, wir haben jetzt das Aussehen, das wir am Anfang für uns spezifiziert haben. Das ist schön. Ja. So, das denn? Ja. Die Steuerung ist nicht die beste. Baseballschläger, Baseballhandschuh, Baseball, Luftgewehr. Luftgewehr 50 Munition, Erste-Hilfe-Kasten. Mad X und Stimpaks. Stimpaks.